So. Begeben wir uns mal in unsere rechtssichere Höhle wieder. Da könnte man sich ein bisschen heilen, ein bisschen was futtern. Das Eisen scheint auch fertig geschmolzen zu sein. So, ich esse erstmal hier nochmal einen. Nein, diesmal klopfe ich mir mal ein Steak rein. Nom, 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 nom. So, und. Ja. Gut. Ihm geht's auch wieder gut. Du. Was? Sitz hab ich. Sitz. Geht doch. So, Eisen. Sechs Eisen. Was kann man sich ja. Ne? Ein Eisenschwert zum Beispiel machen. Das Holzschwert schmeiße ich dann gleich weg. Man könnte sich auch noch sehr gut eine Eisenspitzhacke machen. So in etwa. Dann hat man noch ein Eisen über, daraus könnte man sich eine Eisenschaufel machen, aber nein. Gut. Geht's weiter auf neue Abenteuer. Da komme ich nicht so gut raus. Also wieder hier raus. Ach, es wird auch schon wieder Tag. Dann werden die Nacht richtig gut rumgekriegt, so unterhaltungsmäßig. Ich habe ein Skelett. Ach ja, da unten ist ja ein Skelett. Nach wie vor. Und hier ist ein Creeper. Wow. Ich wollte nicht auf den Creeper zurennen, zusprinten, was auch immer. Spinne? Ich will deine Seide. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Es geht nur um die Seide. Die du natürlich nicht fallen lässt. Dein Tod war sowas von vergeblich. So, da kommt ein Zombie angeschlendert. Der wurde dann vom Hund noch komplett kaputt gemacht. Wow. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Der Hund läuft mir andauernd wieder vor die Klinge. Das war ich nicht, das war diesmal der Zombie. Ich habe keinen Hund angegriffen in den letzten 2 Sekunden. Das kann ich mit reinem Gewissen behaupten. Da hinten brennt ein Zombie. Hier brennt ein Skelett. Dann können wir mal die letzte Ehre erweisen und es komplett kaputt schlagen. Dem Hund können wir übrigens auch noch ein bisschen was zu essen geben. Der sieht gar nicht mehr so gut aus. So. Und alles ist wieder in Ordnung. Nee, denn ihr habt mal lieber die Kuh. Hund hinterher. Gut. Und, ja, mit was könnte ich sonst noch mein Steinschwert kaputt machen? Mit Erdebrotteln. Gut. Jetzt habe ich einen Erdblock. Ich könnte damit auch mein Holzschwert kaputt machen. Ein bisschen Erde buddeln. So. Jetzt ist mein Holzschwert auch kaputt. Und es wurde nicht einfach nur weggeschmissen. Haha. Ich habe es tatsächlich noch verwendet für etwas. Okay. Okay. Mal sehen, wo geht's denn hier so lang? Wo kommen wir denn hier lang? Wo kommen wir denn hin? Wo kämen wir denn dahin? Da planscht ein Schaf. Noch ein Kakaoschaf. Mensch, gibt's hier viele. Und dort ist noch ein Kakaoschaf. Und hat den Sturz auch komplett schadenlos überstanden. Das finde ich sehr schön. Und da stellt er sich einfach mir in den Weg. Ist ja eigentlich nicht in Ordnung, aber naja, gut. Ich will nochmal über eine Bestrafung wegsehen. Aber nur weil er so süß ist. Da hinten ist wieder ein Sumpf. Also wieder hinein in den Sumpf. Oder in einen Sumpf. Ja, komm her. Gut. Dem Hund geht's wieder in Ordnung. Hier war doch auch ein Enderman. Ich glaube nicht, dass das so entstanden ist.
Und ich unterstütze übrigens das, was Leute bei Twitter geschrieben hat, nämlich, dass die Endermen keine Blöcke mehr wegtragen. Weil ich meine, dadurch sieht die Landschaft irgendwie nur blöd aus. Und wenn dann da ein Block im Haus fehlt, ist auch nicht schön. Und sie könnten auch ruhig gefährlicher werden, also irgendwie mehr Schaden machen oder sonst was, weil momentan sind Endermen genauso gefährlich wie Zombies, nur ein bisschen gefährlicher, weil sie sich teleportieren können. Aber ansonsten stehen die Zombies den Endermen in nichts nach. Und das finde ich irgendwie schade. So. Zack. So. Boot. Boot, 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 boot. About a boat. So. Und dann ziehen wir los. Ein bisschen nach unten gucken, damit das Wasser nicht so komisch aussieht. Ach, war das Boot vielleicht doch recht sinnlos? Ach, mir egal. Der Hund kommt ja schon noch hinterher, weil er sich ja porten kann. Der Frechidaxi. Hier haben wir eine nicht ganz so scharfe Rechtskurve. Denn irgendwie an den Squids vorbei manövrieren. Und natürlich über den Berg rüber schippern. Höhle. Höhle, Höhle. Ja, auch diese Höhle hält sich sehr in Grenzen. Eher ein Hühlchen als eine Höhle. Ein kleines Hühlchen, selbst für ein Hühlchen klein, selbst für ein kleines Hühlchen ist das klein gewesen. Das ist es immer noch, aber ich bin ja nicht mehr da. Ich bin jetzt ja schon wieder ganz woanders. Los, renn nochmal. Noch ein Steak verdrückt hier. Schon ein Schweinefleisch und zwei Steaks verdrückt und kein einziges Mal kacken gewesen. Das ist wirklich Meisterleistung. Könnte man so sagen. So. Hep, hep. Trotz Lags den Meisterjump hinbekommen. Das sind echte Skills mit Z am Ende. Ich bestehe darauf. So. Kann es sein, dass wir hier schon mal lang gegangen sind? Nur in die Richtung? Also wenn da vorne gleich ein Dorf ist, dann ja. Und wenn die Felder von diesem Dorf recht leer sind, dann noch ja. Noch mehr ja. Ah, hier scheint eine Höhle zu sein. Ich kann aber nicht mehr nachgucken. Weil mit F3 kann man nicht mehr die Monster sehen. Du bist auch. Was machst du denn? Gut. Ja. Du bist wieder voll. Lebenstechnisch. Ja, und sonst auch. Ja, mein Hund ist schon wieder voll, der alte Säufer. Ach. Okay, wir waren anscheinend doch nicht hier. Weil hier, wo normalerweise Dorf wäre und Wüste, ist jetzt ein Ozean. Ich habe mich wohl in den Koordinaten geirrt. Und noch eine Werkbank. Die fünfte jetzt, die. Oder die sechste schon. Ich weiß es nicht. Hat jemand mitgezählt? So. Natürlich lassen wir sie wieder stehen. Ich meine, was macht man sonst mit Werkbänken? Mitnehmen? Puh, das ist out. So. Wieder mal hier weiter schippern bei wunderschöner Musik. Und schon wieder scheint unsere Schipperfahrt nicht lange zu dauern. Oder ist es jetzt nur eine kleine Insel? Nein, das ist tatsächlich ein massiver Sumpf. Also so massiv wie ein Sumpf halt sein kann. Und wieder beginnt die Musik. Unglaublich laut. Ich hoffe nicht zu laut. Wirklich, ich hoffe es. Ha. Ha. Oh, hier eine S-Kurve reingebaut. Da waren die Level-Designer aber ganz schön, ne? Trickreich. Aber wenn man das Level von Minecraft ein bisschen kennt, dann findet man sich schon zurecht. So.
Da hinten ist ein Squid. Mitten im Ozean. Ach, wie schön. Hier ist eine Insel mit einem Ozean. Oder Festland mit einem Ozean. Ich kann das jetzt gar nicht mehr so genau identifizieren. Es scheint Festland zu sein. Oder eine sehr große Insel. Nein, es scheint eindeutig Festland zu sein. Okay. Aussteigen. Ach nee, man steigt ja gar nicht mit E aus. Was denke ich mir denn? Und da ist der Squid. Da. Man kann ihn sehen. Okay, weiter geht's. Muss die Musik so laut sein? Ich hoffe, sie ist für euch nicht so laut. Und Attacke. Wird der Arm immer so gehalten? Naja. Mir egal. Geht's mal weiter voran hier. Die Sonne geht gleich auch wieder unter. Wir sind hier auf einer ziemlich geraden, ziemlich flachen Ebene. Da kann man ja vielleicht einen epischen Fight veranstalten. Ich gegen ganz viele andere. Ich und mein Hund gegen ganz viele andere. Sehen, ob wir das überleben werden. Mein Hund braucht übrigens noch einen Namen. Wie nenne ich ihn denn? Ich glaube, ich nenne ihn Purzel. Ich war Purzel, wo bist du? Purzel? Ach da. Hallo Purzel. So. Bald brach die Nacht heran. Dann hieß es, tausende von Ungetümern, Zombies, Skeletten, Enderman gegen mich und Purzel. Bei dem Namen verliert das Ganze irgendwie an dem nötigen Ernst. Egal, Purzel, Angriff. Purzel ist ein richtiger Killerhund. Aber ich hab Purzel lieb. Okay, die Nacht brach herein. Also bald. Bald brach die Nacht herein. Noch ein paar letzte Augenblicke voll Sonnenschein, wo einem die Zeit bleibt zu gucken, welche Schwierigkeitsstufe man eigentlich eingestellt hat. Normal, das ist vollkommen in Ordnung. Aber für die Nacht werde ich hart einstellen. Das wird die letzte Nacht in dieser Aufnahme sein. So viel kann ich schon mal sagen. Gebannt starten wir auf die Sonne und warteten darauf, dass sie kamen, kommen, würden, kommen, was auch immer, dass sie erscheinen. Vielleicht sollte ich Buchautor werden, dachte ich mir. Doch über sowas es blieb keine Zeit, über sowas nachzudenken. Außerdem brauche ich für jeden Satz 3 Anläufe, bis er vernünftig klingt. Mindestens 3. Obwohl, als Buchautor konnte man ja Sätze, die man bereits geschrieben hatte, neu schreiben, dachte ich mir. Vielleicht sollte ich Buchautor werden.